Bei der Einfahrt. Meine sehr verehrten Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Train Sim World 5, der Denni spielt das hier auf dem PC. Wir haben die Aufgabe, heute einen Fernzug von Frankfurt bzw. von Fulda nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof zu fahren. Und es ist früh am Morgen 5:30 Uhr und ich habe in der Zugverbandseditor ein wenig rumgebastelt, ein wenig rumgespielt. Herausgekommen ist da ein bunter Zug, vorne dran die BR-101-Export Expert in Rheingold-Lackierung, hinten dran die erste Klassewagen des Interregios, dann 4 Waggons der zweiten Klasse. Dann haben wir den Wagen des Bordbistro natürlich mit dabei, wobei Bordbistro, ihr seht selber, naja, sage ich mal nichts zu. Dann haben wir hier den Interregio in Rot-Weiß. Dann haben wir ein Railjet-Wagen dabei, einmal SBB und schließlich als Steuerwagen den IC1-Expert Steuerwagen. Auch wieder in diesmal im München-Nürnberg-Express-Lackierung. Also ich habe ein wenig gebastelt, ein wenig bunt gemischt heute, aber sowas muss auch mal sein, finde ich. Wie gesagt, wir haben die Route bereits gelegt. Das heißt, wir könnten eigentlich so abfahren. Und ich denke, dass wir das auch tun werden. Sollten keine Zeit verlieren. Und ja, dann machen wir hier noch ein schickes Foto. Und legen dann los, würde ich sagen. So, auf geht's. Wir lösen die Bremse und dann würde ich sagen, Zugsammelschiene noch aus. Genau, und dann das hier soweit aus. Genau, auf geht's. Und das hier von der Helligkeit noch ein bisschen weniger machen. Das wäre doch schön. Ach, das war zu viel. So, das vielleicht auch noch. Ja, sehr schön. Da würde ich sagen, auf geht's. Nächster Halt, Frankfurt Gallius, warte, was ist das denn? Hä? Ich will nach Frankfurt. Ich will nach Frankfurt Hauptbahnhof. Wieso Gallius, warte, was ist das denn? Hab nie gehört. Hier ist Frankfurt, ich habe mich vertan. So, Frankfurt am Main Hauptbahnhof, 88 Kilometer. So sieht es doch schon gut aus. Wollte schon sagen, das stimmt doch überhaupt nicht. Was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist die Tür zu. Die Zugspitzensignale an. Wo haben wir es? So. Das sieht ja schon ganz anders aus. Da fahren wir hier noch halb vorbereitet los. Das geht ja gar nicht. Sehr, sehr schön. Ach, wir sind bereits in der LZB. Das ist doch genial. Können wir die ja voll anlegen? Sehr, sehr schön. Fahren wir hier mit unserem Sonderzug. Bis nach Frankfurt. Jetzt werden wir ein bisschen zu schnell hier. Die AfB nicht aktiviert. Hab das gar nicht gemacht. Muss ich den voll anlegen? AfB. Moment mal. Die AfB gar nicht an, um Gottes Willen. Schlecht vorbereitet. Frankfurt Fulda bei Nacht, ist auch mal schön. Wir fahren voll in den Sonnenaufgang rein. Ich habe das vorhin schon mal getestet, so ab 6 Uhr wird es hell, oder war es auf jeden Fall schon hell, sodass wir auf jeden Fall den Sonnenaufgang erleben werden. Dafür lohnt es sich schon, auf dieser Strecke unterwegs zu sein. Ich bin echt gespannt, wie schnell wir jetzt hier fahren können, maximal. Ja gut, 200, schneller dürfen wir ja eh nicht, aber bin halt gespannt, ob wir die 200 auch noch erreichen werden oder eben halt nicht. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass das schon ein Stück heller wird. Ein rotes Signal, da müssen wir mal aktiv werden hier. Ach, hat sich erledigt, gut. Unser Sonderzug am frühen Morgen von Fulda nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Und zwar fahren wir unseren Sonderzug zum Marché de Nuit, die heute dort stattfindet. Marché de Nuit. Und zwar, ich google das gerade, ob es wirklich Messen gibt in Frankfurt. Und zwar ist das die Marché de Nuit, Frankfurter Nachtmarkt. Zahlreiche Aussteller, ein buntes Spektrum an Produkten und Werken, zahlreiche Designer und Künstler, Kreative sind auf dem Frankfurter Marché de Nuit Nachtmarkt vertreten und stammen aus den Bereichen Accessoires, Mode, Schmuck und Schmückendes und Vintage. Also da fahren wir jetzt unseren Sonderzug hin. An diesem frühen Morgen, damit die Fahrgäste sich da noch ein wenig klimatisieren können und dann auf den Nachtmarkt gehen können. Zur Marché de Nuit, de Noir oder wie auch immer man das ausspricht, bin ich so gut im Französisch sprechen. Ja, also da fahren wir jetzt unseren Sonderzug hin. Das ist jetzt spontan die einzige Messe, die ich am heutigen Tag gefunden habe, die da wirklich stattfindet heute. Diesem 28.09.2024. So, 160. Ach, jetzt haben wir wieder rot. 110. Bleibt das rote Signal? Das ist die Frage. Aber auf 110 müssen wir sowieso runter. Also. So, der Kölner Hauptbahnhof ist natürlich zurzeit gesperrt. Ihr kennt, habt das mit Sicherheit gehört. Bin gespannt, wie ich morgen nach Koblenz komme. RE5 und RB27, während da ein ICE1 kommt. Sehr schön. So, und ihr seht's rechts, links. Die Sonne geht schon leicht auf. Wunderschön, wunderschön. So. AfB 110. Zug von Fulda aller Frühe bis nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof zur Frankfurter Marché de Nuit, wie auch immer man das heißt, die an diesem Abend in Frankfurt stattfindet. Es wird langsam Tag. Wunderschön, wunderschön. Zwischendurch immer mal wieder diese roten Signale, irgend so eine Regionalbahn im Weg. Ich glaube, diesmal kommen wir da nicht dran vorbei, anzuhalten. Doch. Wir wohl. Wieder rot, es ist doch. Ach, das ist echt nicht schön, das ist nicht schön. Schon wieder. Im Moment ein bisschen Geschwindigkeitshopping hier. Wunderschön. Wunderschön. Die Sonne sich da drin spiegelt, das ist doch einfach nur traumhaft. Einfach nur traumhaft. Da fährt er, unser Sonderzug. Ach Leute, ihr habt euch jetzt mal entschieden hier. Wer ist das denn da im Weg? Lübeck, Skandinavien, Güterzug. Sorry Kollege, aber wir haben es eilig. Schließlich ein Sonderzug. Dann will ich mehr Prior als der Güterzug. Bad Soden-Salmünster. Ah, hab ich auch noch nicht gehört. Auf. Und wenn wir in Frankfurt ankommen, werden wir einen wunderschönen sonnigen Morgen haben. Wunderschön bemalt. Habt ihr das gesehen? Diese Graffitis an den Brücken. Pfosten hätte ich fast gesagt. An den Brückenpfeilern. Ich glaube, das ist der bessere Ausdruck dafür. Ach ja, was ist das? Ein Geschwindigkeitsshopping wieder. 140, 150, 160, 140, 130. Wieder eine RE oder eine RB kann das natürlich auch sein. Aber ich denke mir eher an RE, weil der nur 146 hinten dran hing. Sind hier viele Regionalzüge unterwegs, jetzt Wahnsinn. Einer nach dem anderen. Ich hoffe, dass wir jetzt mal eine ganze Zeit lang 160 und schneller fahren dürfen, damit wir auch mal irgendwann ankommen. So, einen Moment mal gerade. Ach du Scheiße. Das rote Signal übersehen. Das ging gerade noch mal gut. Das ging gerade noch mal gut. Da war ich kurz abgelenkt und schon wäre es beinahe in die Buchse gegangen. Alter Schwede. Endlich! Bisschen neblig, oder meine ich das nur? Schon wieder rot, das ist doch zum... Okay, hat sich erledigt. Ist es denn da schon wieder im Weg? Eben schauen wir jetzt da schon wieder. Da. Der E50, den müssen wir mal kurz rausnehmen, weil ich habe keine Lust, ständig anzuhalten. Zeigt das, was wird wieder angezeigt? ZSG. Könnt ihr mir sagen, was das bedeutet? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Wunderschön, wunderschön. Oh, ich habe vergessen, hier die Schlussleuchten auszumachen. Naja, ist glaube ich auch nicht so schlimm. So, 160. Macht das jetzt die LZB oder machen wir das lieber selber? Was meint ihr? wir helfen mal lieber nach. Vor allem, weil ein rotes Signal kommt. Und HP0 zu überfahren, kommt nicht so gut. Jetzt sind BSE zu Ende. Ja, da wieder IC1 fährt. So, das rote Signal ist vorbei, da können wir auf 110 aufschalten. So, die LZB-Kabel sind ja auf jeden Fall noch gelegt, also dürften eigentlich noch LZB haben. Jetzt nicht mehr. Oder? Vertue ich mich da jetzt? Das ist gerade so schwer zu erkennen. Also das ist so ein Schatten, es könnte sein, dass die Kabel hier noch belegt sind, es könnte aber auch was anderes bedeuten. Nee, das ist kein LZB-Kabel mehr, definitiv nicht. Glaube ich nicht. Ist aber wieder kein Netz. Warum das denn? Jetzt hier im Störungsmodus oder was ist jetzt hier kaputt? Wie ging das jetzt nochmal? Ging das denn jetzt nochmal? Kann man da jetzt noch mal rein? Menü, Zugdatensystem. Kann man jetzt noch mal in das Netz rein? Ach, in das GSM-R-Netz. Boah, wenn man den lange nicht gefahren ist, dann ist das echt schwer, da mal wieder reinzukommen. Zugnummer, Fahrzeug, abmelden. Nee, das ist es auf jeden Fall auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wie man in das Kacknetz reinkam. Zugschiff. Da, Netzwahl. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber es muss hier gemacht werden. So, 110. So, dann sind es die letzten 16 Kilometer bis Frankfurt am Main, Hauptbahnhof. Also da sind schon echt mit den Störungen und so weiter schon echt Dinge, die man dann so nebenbei noch erledigen muss während des Fahrens teilweise. Also das ist wirklich manchmal echt Stress. Und stellt euch vor, ihr habt den Störungsfaktor auf 50 oder auf 100. Ja, Prost Mahlzeit. Da wisst ihr, was ihr zu tun habt. Bisschen diesig heute Morgen, also so 100% klar ist das Wetter nicht, wenn ich das mal so sagen darf. Glattrot? Nee, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Ach, seht mal. Die schicke LTE Vectron, richtig geil. Sogar Doppeltraktion, Sandwich. Der hätte uns nicht durchgelassen. Kurzzeitig. Sehr schön. 40 beschleunigen immerhin. Und dann sehen wir schon die Skyline von Frankfurt. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Herzlich willkommen in Frankfurt. Wundervollen Herbstmorgen des 28.09.2024 Wunderbar, einfach nur schön. Skyline von Frankfurt. Ein Traum. Es ist einfach ein Traum. Die Einfahrt bei Sonnenaufgang, das ist einfach nur wunderschön. Bleibst du jetzt stehen? Da wären wir. Da wären wir. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, können ja mal die Türen öffnen, falls wir das überhaupt können. So, das haben wir auf jeden Fall getan. Dann steigen wir aus. Und dann sehen wir, dass die Türen definitiv öffnen, nur hier vorne nicht. Auch das können wir gleich ändern. So. Das war unsere Fahrt mit unserem Sonderzug von Fulda bei Frankfurt am Main Hauptbahnhof zur Frankfurter Messe, die heute Abend stattfindet. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf, habt ein schönes Wochenende. Morgen gibt es kein Video, morgen bin ich in Koblenz. Ja, passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Euer Der Denni Spielt das. Haut rein. Ciao, servus und tschüss.